Nun ist es also soweit. Honor hat den Anfang gemacht und hat das erste Flaggschiff-Smartphone dieses Jahr, also 2019, veröffentlicht. Und das ist das Honor View 20. Das hat auch ein paar Besonderheiten, wie zum Beispiel ein Loch im Display, aber dazu später mehr. Ich habe das ganze Gerät bis jetzt 3 Tage testen können und wie ich es bis jetzt finde und was das Gerät sonst so ausmacht, das seht ihr jetzt, also los geht's. Zuerst schauen wir das Gerät mal von außen an. Theoretisch ist es relativ langweilig, denn wir haben wieder vorne Glas, hinten Glas, in der Mitte ein Aluminiumrahmen. Aber die Rückseite ist hier speziell, denn Honor kennt man für die Rückseiten. Und zwar gibt es diesmal keine Rückseite, die in verschiedenen Farben schimmert, aber es gibt eine blaue, eine rote und eine schwarze Version. Und die Besonderheit ist, es hat eine V-Reflexion. Das heißt, je nachdem wie es ins Licht hebt, sieht man ein V auf der Rückseite. Und das sieht doch ganz schön schick aus, finde ich. Des Weiteren sieht man auf der Rückseite ein Honor-Logo, ein Fingerabdrucksensor, also hier ein Fingerabdrucksensor auf der Rückseite und nicht wie man es aktuell in der High-End-Liga macht, im Display, sondern auf der Rückseite und die Kamera, aber zu der Kamera kommen wir später mehr. Aber gehen wir über auf die Vorderseite, denn die ist nochmal interessanter. Neben dem großen Display, das kaum noch Displayrahmen hat, haben wir hier zum ersten Mal, auf dem deutschen Markt zumindest, ein Loch im Display statt einer Notch. Das hat einige Vorteile, wie zum Beispiel stört es weniger bei Videos oder bei Spiele spielen. Aber es ist trotzdem immer noch ein fehlender Teil des Displays. Dennoch ist es die Zukunft der Notch, denn dieses Jahr werden noch einige Smartphones kommen, die das auch so haben. Die Frage ist natürlich jetzt, wo ist die beste Position, Mitte oder Seite? Hier haben wir Seite, wie es in der Mitte ist, wird man sehen, wenn es der erste Hersteller gemacht hat. Aber jetzt haben wir es an der Seite und ich finde die Position ziemlich okay eigentlich, muss man sagen. Und mir gefällt das Loch im Display wirklich besser als eine Notch, denn sie stört weniger und sieht futuristisch aus. Aber wie ist das Display denn sonst noch? Es ist 6,4 Zoll in der Diagonalen, hat leider LCD als Technik und eine Auflösung von Full HD Plus. Die Qualität der Anzeige ist gut, nicht weltbewegend, aber gut. Die Schwarzwerte könnten besser sein, klar ist ein LCD. Es gibt auch LCDs mit einem wenig besseren Schwarzwert, aber ich finde ihn in Ordnung. Schlimmer finde ich den Schatten, den das Display hat, vor allem an der Unterseite. Man sieht ja klar, dass das Display leicht dunkler wird zum Rahmen hin. Außenherum ist es auch leicht so, das kommt mir eher so vor, als wäre es eher softwarebedingt. Aber unten ist es auf jeden Fall hardwarebedingt und wird so bleiben, egal mit Updates oder sonst was. Dafür aber ist die Hardware, die im Inneren schlummert, auf jeden Fall High-End. Wir haben hier den Kirin 980 Prozessor und das ist der Top-Prozessor aus dem Hause Huawei. Das ist auch der, den man aus dem Mate 20 Pro kennt und der verrichtet, wie man kennt, sehr gute Arbeit. Außen wird unterstützt von 8 bzw. 6 GB Arbeitsspeicher, je nachdem welche Variante man nimmt. Bei einem 6 GB Arbeitsspeicher hat man 128 GB internen Speicher und bei 8 GB Arbeitsspeicher hat man 256 GB internen Speicher. Und das ist doch schon einiges. Das Ganze wird befeuert auch von einem ziemlich großen Akku und zwar hat er hier 4000 mAh. Und wie gesagt, ich habe das Smartphone auch schon seit 3 Tagen in der Nutzung und ich kann euch sagen, er hält wirklich lange durch. Ich kam auf Screen-On-Zeiten bis jetzt von über 6 Stunden, also unter 6 Stunden kam ich überhaupt nicht und ich habe den Akku bis jetzt noch nicht an einem Tag leer bekommen. Ebenso beeindruckend ist auch die Kamera, zumindest auf dem Datenblatt, denn wir haben hier die erste 48 Megapixel Kamera auf dem deutschen Markt. Und wie ist die Qualität? Die Qualität ist wirklich gut. Sie kann es, finde ich, nicht ganz mit der Qualität eines Google Pixel mithalten oder eines iPhone 10s, aber sie ist gut. Und in der Schärfe, wenn man 48 Megapixel einstellt, ist die Schärfe wirklich besser. Aber wie man weiß, Schärfe ist eben nicht alles. Aber wie gesagt, sie ist gut, hat einen sehr guten Nachtmodus und ich bin zufrieden mit der Bildqualität. Auch Videos könnt ihr wirklich sehen lassen, vor allem durch die Bildstabilisierung, die der Kirin 980 ermöglicht, denn damit sind Verwackler wirklich gut ausgeglichen. Und der aufmerksame Zuschauer wird es schon gesehen haben, denn man hat natürlich neben der Hauptkamera noch eine Kamera. Aber die Kamera ist keine richtige Kamera, denn sie hat keine Funktion wie ein Zoom oder ein Weitwinkel, sondern es ist eine 3D-Kamera. Was diese kann, ist, naja, mehr oder weniger simpel erklärt. Sie kann zum Beispiel laut Präsentation das Skelett des Menschen registrieren und so Bewegungssteuerung realisieren. Was ist die Verwendung davon? Bei der Präsentation hat man gezeigt, man kann das Smartphone am Fernseher anschließen, dann das Smartphone so hinstellen, dass die Kamera einen sieht und dann kann man zum Beispiel ein Skifahrspiel spielen und ja, da kann man einfach die Skibewegung machen und die Kamera überträgt das dann so und ja, so lässt sich das Spiel dann mit Bewegung steuern. Ob man das jetzt im Alltag macht,
Ich bezweifle es, deswegen glaube ich, die Funktion dieser Kamera wird nicht wenig genutzt werden im Alltag, aber immerhin macht sie die Möglichkeit zu einem Porträtmodus. Muss man heutzutage haben, deswegen hat es auch dieses Smartphone. Und bevor ich zum Vorabfazit komme, noch ein paar kleine Anmerkungen zur Ausstattung, denn die sind auch noch ganz interessant, denn man hat hier oben einen Infrarotsender, also man kann zum Beispiel einen Fernseher, Fernbedienung oder eine Musikanlage, sieht man selten, aber hier ist es. Und man hat einen 3,5 mm Klinkenanschluss. Ja, dieser lebt hier weiter. Aber nun zum Vorabfazit bzw. der Einschätzung. Erstmal muss man das Wort Flaggschiff ganz verstehen, denn es ist ein Flaggschiff von Honor, ja, aber richtig High-End ist es nicht. Da fehlen einige Sachen, wie zum Beispiel wasserfest ist es ja nicht. Stereo-Lautsprecher hat man nicht, nur einen Mono-Lautsprecher. Und wer sein Smartphone kabellos laden will, der ist hier auch fehl am Platz. Dennoch ist es nach meiner Einschätzung nach 3 Tagen, ein wirklich gutes Smartphone. Ich nutze es gerne, auch aktuell noch. Das Display könnte, wie gesagt, noch besser sein. Es gibt noch bessere, aber ich finde es gut genug. Das Loch im Display gefällt mir momentan zumindest noch sehr gut. Ich gucke es gerne an, denn es sieht futuristisch aus. Das mag ich einfach. Und wie gesagt, es stört weniger als eine Notch. Die Kamera ist ausreichend gut. Ist wirklich kein Kritikpunkt, kein Minuspunkt für das Gerät, eher ein Pluspunkt. Und die Akkulaufzeit hat es mir wirklich auch angetan. Ist es also eine Empfehlung? Wir sprechen hier von einem Preis von der kleinen Version, also dem 6 GB Arbeitsspeicher und 128 GB internem Speicher von 570 Euro. Also spielt es in einer Liga mit dem OnePlus 6T mit. Und ich finde, es ist mit dem OnePlus auf jeden Fall das beste Gerät. Welches der beiden Geräte das wirklich bessere ist, das kann ich aktuell jetzt noch nicht final entscheiden, aber auf jeden Fall ist es für den Preis wirklich gut. Aber eben wie gesagt, ob es das Beste ist, das muss ich noch rausstellen. Und jetzt würde mich natürlich auch eure Meinung zu dem besonderen Smartphone interessieren. Wie findet ihr das Loch im Display? Ist es was für euch? Mögt ihr lieber eine Notch? Wie steht ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare, wir können es da gerne austauschen. Und auch sonstiges gerne alles unten rein und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Mobile Check. Unten rein klingt falsch, aber naja. Bis zum nächsten Mal und tschüss.